Vertrauen erneuern, Verbindlichkeit stärken. So die Botschaft des Bundespräsidenten zum Start seiner neuen Veranstaltungsreihe. Zum Auftakt ging es um Europa, denn hier gäbe es Klärungsbedarf. Offenbar, so Joachim Gauck, stünden wir vor einer Schwelle. Offenbar seien wir unsicher, ob wir wirklich in und mit Europa entschlossen weitergehen sollten. Die Krise hat mehr als nur eine ökonomische Dimension. Sie ist auch eine Krise des Vertrauens in das politische Projekt Europa. Wir ringen nicht nur um unsere Währung, wir ringen auch mit uns selbst. Die Einführung des Euro erwies sich nach den Worten des Bundespräsidenten als folgenschwer. 17 Staaten hätten nun zwar eine gemeinsame Währung, nicht aber eine durchgreifende finanzpolitische Steuerung. Dieser Konstruktionsfehler hat die Europäische Union in eine Schieflage gebracht, die erst durch Rettungsmaßnahmen wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus und den Fiskalpakt notdürftig korrigiert wurde. Für Bundespräsident Gauck steht das europäische Gesamtprojekt jedoch auch in der Krise außer Frage. Mehr Europa sei auf erfreuliche Weise Alltag geworden. Gerade habe ich bei meinem Besuch im Freistaat Bayern an der Universität Regensburg im Projekt Europäum einen jungen Studenten getroffen, der als Pole in Deutschland aufwuchs, total polnisch erzogen, wie er sagte, mit Polnisch als Muttersprache. Und bei Sportereignissen trug er begeistert die polnische Fahne umher. Aber erst als er ein Semester in Polen studierte und seine Kommilitonen ihn komplett als Deutschen wahrnahmen, wurden auch ihm diese, seine deutschen Anteile der Identität bewusst. Die junge, in den 80er Jahren geborene Generation sehe Europa ohnehin mit ganz anderen Augen, sagte der Bundespräsident. Ich weiß, liebe Schülerinnen und Schüler im Saal und draußen, ihr habt euer erstes Taschengeld in Euro erhalten. Ihr lernt mindestens 2 Fremdsprachen, ihr fahrt zur Klassenreise nach Paris, London, Madrid, vielleicht auch nach Warschau, Budapest, Prag. Oft lernt ihr schon miteinander in Europa, statt nur etwas übereinander zu lernen. Den Bundespräsidenten besorgt es, wenn die Rolle Deutschlands in einigen Ländern Skepsis und Misstrauen auslöst. Er wirbt für seine Sicht der Dinge. Bis jetzt hat sich unsere Gesellschaft als reif und rational erwiesen. In Deutschland, und dafür bin ich dankbar, fand keine populistisch-nationalistische Partei in der Bevölkerung die Zustimmung, die sie in den Deutschen Bundestag gebracht hätte. Mehr Europa heißt in Deutschland nicht deutsches Europa. Mehr Europa heißt für uns europäisches Deutschland. Der Bundespräsident wünscht sich, dass die Menschen ihre Möglichkeiten nutzen, auch auf europäischer Ebene etwas zu gestalten. Sei es, dass sie etwas anstoßen, sei es, dass sie etwas verhindern. Jede und jeder kann einen Grund finden für den Satz, ja, ich will Europa. Für Bundespräsident Joachim Gauck haben die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt, sich in ihrem Handeln mit Europa zu verbinden, sich Europa zu versprechen. Und heute erneuern wir dieses Versprechen. Wir werden wohl innehalten vor einer Schwelle, werden neu nachdenken, werden aber dann mit guten Ideen und guten Gründen Vertrauen erneuern, Verbindlichkeit stärken. Und werden weiter bauen, was wir gebaut haben, Europa. Er war ganz ruhig, ganz gelassen und ja, das hat mir gefallen. Wir sind ja alle davon betroffen, wir leben alle in Europa und ich bin auch Polin. Wir sind von der deutsch-polnischen Schule hier und es ist wirklich wichtig für uns, ein gemeinsames Europa zu gestalten. Also ich fand es sehr gut, dass er uns alle angesprochen hat. Also wenn er über Europa gesprochen hat, also ich habe mich auch sehr angesprochen gefühlt. Ich fand auch sehr gut, dass er den Islam und die Türkei mit eingebracht hat und ja. Wir sind Europa, das ist das Wichtigste von heutigen Treffen. Und ja, das können wir nicht vergessen, dass wir um das Gemeinsame kämpfen sozusagen.